Ich schau mal auf einen Sprung bei Taia vorbei. Was hältst du von dieser jungen Frau? Um zu schauen, ob da jemand etwas zu sagen hat zu der Tatsache, dass Tia nicht mehr in ihrem Laden ist. Ah, stimmt ja, Tia soll zaubern. Ihre Hauptrolle ist nicht kämpfen. Also nicht Nahkampf. Funke! Hallo? Und dennoch gehst du. Warum nur? Ich verstehe das nicht. Aber der Boden ist etwas unscharf. Warum nur? Ich verstehe das nicht. Der Rest ist nämlich nicht unscharf, nur bestimmte Teile. Anscheinend die mit Grau. Hm. Hier ist doch jetzt doch jemand. Ich hüte Tias Laden während ihrer Abwesenheit. Was kann ich für dich tun? Bumerang. Jetzt ist also Tia dabei und ich kann mit ihr aufbrechen Richtung... Was haben wir gesagt? Lunaria, glaube ich, oder? Ich werde dich sehr vermissen. Was gedenkst du zu tun? Hast du irgendeine Idee? Gut, bei Gelegenheit hätte ich auch feststellen können, ob es hier neue Zauber gab. Ich wusste, dass du eines Tages gehen würdest. Ich habe es immer gespürt, tief in meinem Herzen. Gehst du fort? Du hast das Herz. Nein, du hast ein wildes Herz. So zieh denn fort. Also, ein paar Texte gab es jedoch noch, die ich mit denen konnte. Gab es im Endeffekt noch etwas? Wahrscheinlich nicht. Ich könnte umsonst übernachten, aber. Das lasse ich mal. Gut, dann auf nach Lunaria, zur Krönung. War da unten was? Nein, nur das Wasser. Okay. Exnex. Ein späteres Schwert, das man findet. Sehr stark. Zauber. Funke. Das war effektiv. Schlüssel benutzt. Schön, wie sie jedes Mal hinter sich abschließen. Später noch solche Waffen wie Aquapeitsche und Gegner. Ah, schön. Bis auf dass das Wasser so unscharf ist. Die Brücke hätte normalerweise kaputt sein müssen. Oder war es zuvor? War sie zuvor? So.
So. Spinne! Weil das ist ja ein bisschen übertrieben. Spinnenstein kann man von ihnen bekommen. Aber bevor ich nach oben gehe Richtung Krönungszeremonie, will ich mir noch das Kapselmonster Fumi holen. Das erste. Kann ich hier draußen eigentlich auch speichern? Szenario. Nein. Optionen. Nein. Gruppe. Status. 20 Punkte, 43%. Raus! Ich hab bald ein Kapselmonster. Und die kann man füttern. Wunderwald. Oh, der Wald sieht so schlimm aus. Ich bin der Hüter des Waldes. Ihr müsst für das kämpfen, an das ihr glaubt. Tut ihr das? Nein! Ja. Dann stellt euch vor die Quelle. Es ist der heilige Platz des Kapselmonsters Fumi. Wenn ihr einen gerechten Kampf führt, dann wird Fumi sich euch gerne anschließen. Die Grafik ist aber echt teilweise ungewöhnungsbedürftig. Ich muss das noch ein bisschen in den Griff bekommen. Bin nicht überzeugt. Fumi. Pass gut auf ihn auf. Er wird dir ein treuer Begleiter sein. Kapselmonster Fumi schließt sich an. Gib Fumi einen Namen. Avor. Avor. Wenn schon, dann zumindest mit Kleinbuchstaben. Aber was ist das für ein Name, Avor? Ich nenne lieber Fumi. Paimon, natürlich. Paimon. 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 Das ist schlimm, dass man nur 5 Buchstaben hat. Paimon. Wir hätten wirklich ein paar Buchstaben mehr haben können. Na gut, dann nehme ich halt wieder das Standard-Avor. Avor. Kann ich nicht. Ich nehme Fumi. Fumi geht doch, oder? Wie bestätige ich? So. Möchtest du mehr? Ja. Selbst wenn er im Kampf besiegt wird, kommt er wieder. Immer stärker, er kann in größere Klassen aufsteigen. Er futtert ganz gerne ein paar Waffen und Rüstungen. Das gibt ihm Kraft. Verschiedene Spezialattacken. 7 Kapselmonster. Je mehr du kämpfst, desto stärker werden sie. Wenn du ihn gut fütterst, steigt er auf. Denk an meine Worte. Du kämpfst für das Licht, aber nicht alle Kapselmonster tun das. Und einige sind ziemlich feige. Also, Fumi gehört zu den Tapferen, die, glaube ich, entweder bis zu ihrem Tod kämpfen oder bis kurz davor. Aber einige Kapselmonster, wenn die auch nur verletzt werden, nehmen sie schon Rest aus. Ich glaube, Gordo gehört dazu, das Kapselmonster für Feuer. Und Erlik auf jeden Fall. Das für der Dunkelheit.
Wieso kann ich hier draußen nicht speichern? Fumi möchte ein Lanham messen. Kapsel, da ist es. Rang 1. Fumischlag. Element neutral. Man kann den Namen jederzeit ändern, richtig? Ja. Für den Fall, dass mir offscreen noch etwas Passendes mit 5 Buchstaben entfällt. Futter! Und wenn man ihm einen Apfelsaft gibt, dann ändert sich das Menü. Dann taucht da was Neues auf. Und ich glaube, Apfelsaft lieben die auch besonders. Könnte ich also theoretisch machen eigentlich. Ich könnte... Ich überlege das später noch. Ich mache mich erstmal auf Richtung Lunaria. Taurus. Büffel. Funke. Die sind stark. Das könnte wehtun. Ey, hier! Oh. Hab ich ZP? Ich hab ZP. Der bringt mir Tier um. Stark. Das hat wehgetan. Zauber? So. Königreich Lunaria. Gut, das schaue ich mir gleich an. Ich gehe erstmal speichern. Ich möchte nämlich schauen, ob ich die Grafik noch ein bisschen verbessern kann.